Das sind jetzt hier ganz neue Schuhe. Das sind ganz neue Schuhe. Die kommen aus einer Boutique-Auflösung. Das wurde uns dann zur Verfügung gestellt. Da freuen wir uns natürlich drüber, wenn wir auch Neuware hier anbieten können. Im Kleiderladen des DRK in der Pforzheimer Kronprinzenstraße findet sich fast alles. Vom neuen Paar Schuhe bis hin zum bereits getragenen Lieblingsstück, das statt im Müll hier in den Verkaufsregalen gelandet ist. Wer hier einkauft, ist auf der Suche nach einem günstigen neuen Kleidungsstück. Es ist eigentlich so die durchschnittliche Bevölkerung, die jetzt nicht auf der Sonnenseite des Lebens steht, sondern die eben mit dem, was er hat, in irgendeiner Weise auskommen muss. Altersarmut ist ein großes Thema. Also wir haben sehr viele Rentner auch, wo die Rente hin und vorne nicht reicht, die auch gerne bei uns einkaufen. Und da sind wir so ein bisschen mehr wie ein Laden, sondern wir sind auch so eine Anlaufstelle, wo man mal die Sorgen besprechen kann, also auch und beratend. Also wenn da irgendwas auftaucht, man sagt, ich weiß nicht, wo muss ich mich da hinwenden, dann führen wir da auch Beratungsgespräche. Was im Laden auf dem Verkaufstisch landet, wurde zuvor gründlich begutachtet. Während die Kleidung, die persönlich im Laden abgegeben wird, häufig sehr ordentlich verpackt ist, kommt aus den Kleidercontainern manchmal auch wahllos in Säcke gestopftes. Man muss sich das einfach angucken und es hat wirklich tolle Sachen dabei. Auch bei, wenn sie zusammengeschrumpelt sind und ja. Und werden die Sachen von Ihnen dann hier nochmal gewaschen und gebügelt? Also oder? Die Sachen, die ordentlich kommen und die gut riechen, nicht, die nehmen wir so in den Laden. Und die andere Sache, auch wenn sie lang im Sack drin liegen, nehmen wir sie in Geruch an, also vom Sack, und die waschen wir dann. Was überwiegt denn? Wird da auch Schrott in den Sack reingeworfen? Ja, wird auch Schrott in den Sack reingeschmissen. Also wir haben ja schon eigentlich den Blick, wenn man einen Sack aufmacht, ist da was Gutes drin, was wir brauchen können oder nicht. Und in manche Säcke, da fassen wir dann auch nicht rein. Die machen wir gleich wieder zu. Was als verkaufenswert erachtet wird, wird ausgezeichnet und im Laden angeboten. Hier gibt es dann die meisten Kleidungsstücke für unter 10 Euro. Naima El Amrani kauft regelmäßig im Kleiderladen ein. Sie ist vor allem auf der Suche nach Kinderbekleidung. Ja, weil hier gibt es immer schöne Sachen und ganz günstig, und wir können uns immer neue Sachen leisten. Deswegen, man kommt hier und eigentlich, wir finden so schön immer fast ganz neue Sachen. Deswegen, wir kommen hier und dann kaufen wir. Dreimal wöchentlich öffnet der Pforzheimer DRK Kleiderladen. Für die günstig einkaufen wollen und für die, die ihre Lieblingsstücke lieber weitergeben als in den Müll werfen. Und die kommen jetzt direkt ins Regal, oder? Die werden jetzt gehen ins Lager und werden dann ausgezeichnet, nochmal genau durchgeguckt, dass sie auch in Ordnung sind. Und dann, wenn sie für gut befunden wurden, dann gehen sie ins Regal.